Berlin, eine Stadt, in der man nie lange auf der Suche nach gutem Essen sein muss. Wieder sind wir in der Mission unterwegs, zusammen mit dem Küchenhersteller Next 125 die besten Lebensmittelmärkte Europas zu erkunden. Diesmal in der wohl lebendigsten Stadt Deutschlands. Heute treffen wir Lea, die selbst für die Markthalle 9 arbeitet. Inspiriert von dem Angebot des Wochenmarkts wollen wir zusammen mit ihr Lebensmittel aus erster Hand für ein raffiniertes Dessert einkaufen, das wir im Anschluss natürlich bei uns kochen. To Market, we go! Aber vorher würde ich gerne noch einen Kaffee trinken. Super gerne. Der Kaffee, den wir trinken, wird von Philipp und Laurel hier in der Rösterei geröstet. Deswegen wollte ich euch gerne vorstellen, Moin. Noch ein bisschen was über den Kaffee erfahren kann. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, einmal kurz vorbeizuschauen, weil es natürlich uns total wichtig ist, eben nicht nur den Kaffee zu genießen, sondern natürlich auch zu repräsentieren. Deswegen gibt es die Rösterei eben auch hier im Café 9 und in der Markthalle 9, weil es uns allen natürlich darum geht, das Handwerk eben besser zu repräsentieren und zu durchleuchten. Was nutzt ihr denn für eine Bohne? Für Espresso ist der Klassiker natürlich Brasilien, weil brasilianischer Kaffee sehr, sehr nussig ist, sehr, sehr schokoladig ist und immer gut als Basis funktioniert. Das ist das, was ich auch jetzt gerade trinke. Und da ist zum Beispiel auch das Spannende, dass wir von Anfang an sowieso als Rösterei immer ganz viel uns auf die Transparenz konzentriert haben, weil wir da auch einen großartigen Partner haben, die heißen Raw Material, die einer der wenigen, wenn nicht sogar einzigen Non-Profit-Importeure der Welt sind. Bedeutet, dass die uns den gesamten Rohkaffee verkaufen und den Umsatz, den sie machen, sprich die Profite, die wandern alle zurück in den Ursprung. Und deswegen haben wir als Kolumbien, sowie auch Brasilien, als Rohkaffee, ist das einer der wenigen Kaffees, die wir ganzjährlich im Portfolio haben. Philipp, vielen Dank, dass du uns noch mal ein bisschen was über euren Kaffee erzählt hast. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Bevor wir auf die Suche nach frischen Lebensmitteln gehen, stoppen wir für ein kleines Frühstück bei Dombergers. Ein verglaster Stand, in dem man den Bäckern direkt bei ihrem Handwerk zuschauen kann. Wir machen ein bisschen besonders bei uns, nämlich, dass wir ausschließlich mit Sauerteig arbeiten. Wirklich? Sogar auch in den Süßteig. Zimtschnecken auch. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall probieren. Ja, da habe ich richtig Lust drauf. Eine schöne Konsistenz. Oder auch super saftig. Mhm. Funktioniert unglaublich gut mit dem Sauerteig. Der Bäcker hier war ja ein schönes Beispiel, wie wichtig euch in der Markthalle Transparenz ist. Man sieht es ja hier wirklich ganz gut. Wie wählt ihr eure Produzenten oder eure Standbetreiber aus? Das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Uns geht es unglaublich viel hier um gute Lebensmittel, um gute Landwirtschaft. Und wir wollen das eben nicht nur erzählen, wir wollen nicht nur damit Werbung machen, sondern wir wollen eben auch wirklich zeigen, wie werden gute Lebensmittel hergestellt und schauen insofern immer ganz individuell, was für Geschichten stecken auch dahinter, was für Leute passen auch in diesen Markt. Wie bist du denn dazu gekommen, hier anzufangen? Was machst du hier überhaupt? Ich habe quasi Lebensmittel studiert und nach diesem Studium habe ich geschaut, was ich machen kann und für Deutschland ist für mich irgendwie die Markthalle 9 schon weiterhin die Plattform eben genau für dieses Thema gute Lebensmittel, gute Landwirtschaft, aber eben auch die politischen Aspekte davon. Es ist eine wahnsinnig tolle Plattform für diese Themen, aber auch die Diskussionen drumherum. Unsere Einkaufsliste ist freigefüllt. Wir bereiten ein Apfelkompott aus verschiedenen Apfelsorten zu. Garniert wird das Kompott mit karamellisierten Haferflocken und einem knusprigen Grünkohlchip. Unser nächster Stopp ist bei Beet und Baum. Mit der Hilfe von Standleiter Micha finden wir hier frisches Obst und Gemüse für unser Dessert. Wir haben schon diese schönen Boskop-Äpfel gefunden. Genau, und jetzt brauchen wir noch eine andere Apfelsorte, die ein bisschen fester ist, auch wenn wir die kochen, damit wir noch ein bisschen Struktur in unserem Apfelkompott haben. Hast du da was da für uns? Ja, auf jeden Fall. Genau, der Boskop, der ist ja ein bisschen mehliger auch, wenn er länger liegt. Genau. Ich habe aber noch den Welland auch. Ah, super. Der ist bedeutend knackiger und der verkocht hier eben auch nicht. Okay. Und hat auch eine schöne Säure, das heißt, der gibt auch noch mal dem Apfelkompott einen richtigen Wumms dazu. Ja, perfekt. Klingt gut, oder? Also was suchen wir, ja? Braucht ihr sonst noch irgendein anderes Gemüse vielleicht? Ja, und zwar suchen wir noch Grünkohl. Grünkohl? Oder Rotkohl, je nachdem. Ah, perfekt. Ich habe hier richtig schöne Ware von der Domine Dahlem. Das heißt, das ist sogar noch in Berlin, regionaler geht's also gar nicht. Ich habe hier einmal den klassischen Grünkohl. Und hier der lilane, das ist eine rote Palme, hat eine wunderschöne Farbe. Kannst du ganz ähnlich verarbeiten wie den Grünkohl. Ich glaube, wir nehmen einfach beide mit und probieren uns da ein bisschen aus. Ein Stand, den Lea uns besonders ans Herz gelegt hat, ist der berühmte Käsestand der Markthalle 9, Alte Milch. Das passt richtig gut, denn in unserem Dessert steht Käse im Fokus. Ich kann kaum entscheiden, was ich als erstes probieren soll. Frischkäse. Mm. Oh ja. So this is a new cheese for us and it's made by a really good friend of mine in Brandenburg. So in Baruth, just outside of
Berlin. Ein sehr regionaler Käse. Jersey Milk, so really fatty milk. So it's a super rich cheese, but also fresh and light, barely a week old. Nice. Not even a week old. Ja. Und was denkst du? Ja, ich glaube, der passt perfekt. Der kommt auch aus der Region. Das ist eigentlich genau das, was wir suchen. Der ist schön cremig. Ich glaube, das passt auch sehr gut zum Apfel und zu dem Grünkohl. Außerdem kommt er aus meiner Heimat. Ach, wirklich? Den nehmen wir. Das passt. Was verbindet alle eure Käse? Originally, the idea was to have a whole counter of raw milk cheeses. But I would say now the main thing is supporting people that we like to work with, and especially in these times where cheesemakers, like, it's super easy for them to be forgotten about. The cheese world is a small but nice little world, and we all need each other. Die Markthalle 9 ist einer meiner Lieblingsmärkte. Es sind nicht nur die Lebensmittel und die Erzeuger, sondern auch die Atmosphäre, die mich fasziniert. Dazu trägt auch Leonie bei, die ihren Saft, den wir für unser Apfelkompott verwenden, auf einem kleinen Hof in der Märkischen Schweiz erstellt. Wir haben eine alte DDR-Streuobstanlage, die ist so 7,5 Hektar groß. Da haben wir 130 verschiedene Obstsorten, alles alte Sorten, Versuchssorten sozusagen. Und dann kaufen wir aber auch regionales Bio-Obst zu. Schmeckt sehr gut. Hammer, ja. Und für die Apfelsäfte, wo du verschiedene Apfelsorten mischst, machst du das wie beim Champagner, dass du irgendwie schaust, welche Sorten gut zusammenpassen und dass das Produkt dann im Endeffekt immer gleich ist? Oder sagst du vielleicht auch, es ist ein Naturprodukt und es ist halt jedes Jahr einfach ein bisschen anders? Es ist ein Naturprodukt und wir wollen gerade nicht, dass es jedes Jahr gleich schmeckt und auch jede Charge gleich schmeckt, sondern wir wollen so ein bisschen die Vielfalt der verschiedenen Geschmacksnuancen vom Apfel auch so hervorbringen. Da schmeckt eben jede Pressung anders. Aber wir forcieren natürlich schon, ob das mal eine süße, birnige Mischung wird oder mal eine herbe, bisschen blumigere. Dann bleibt es auch spannend. Ja, es bleibt spannend, definitiv. In der Markthalle 9 wird ein respektvoller Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt großgeschrieben. Jeden Freitag und Samstag zieht es die Menschen zum Wochenmarkt in den Lebensmittelpunkt Kreuzberg, wie sich die Halle selbst nennt. Christian, das ist Werner. Werner ist unser Kräutergärtner hier, der jede Woche, wie du siehst, eine richtige Kräuterwildnis hier für uns aufbaut. Wir haben ein kleines Projekt vor, und zwar wollen wir zusammen ein Dessert kochen. Da wird Frischkäse mit dabei sein, ein Apfelkompott. Ich dachte mir vielleicht, kannst du uns ein paar Kräuter dazu empfehlen? Die würde reinpassen, ist so ein bisschen zitronig. Ich probiere das jetzt, ich probiere einfach alles durch. Ja, probier. Oh, ich liebe Melissa. Mhm. Mein Lieblingsthema, Basilikum. Ich habe insgesamt 26 Sorten Basilikum. 26? Da musst du mal dran riechen. Also im Sommer war es wirklich ein Basilikum-Meer, was Werner hier mitgebracht hat. Werner, wie viele Kräuter hast du denn generell, die du anbaust? Im Schnitt habe ich immer so 40 verschiedene Kräuter mit. Im Sommer sind es noch ein paar mehr. Sie sehen auch wirklich traumhaft aus. Aus den Blumenstrauß. Ja. Man kann bei den ganzen Sachen, nicht man kann, man sollte die Blüten mitverarbeiten, weil sie eigentlich immer so noch mehr Aroma abgeben wie das Laub. Ne? Und wie kann ich die zu Hause am besten lagern, wenn ich mir so einen Bund gekauft habe? Ich bei mir Zeitungspapier eingewickelt auf den Tisch gelegt. Weder in den Kühlschrank, noch ins Wasser, noch sonst irgendwas. Zum Schluss schauen wir bei Monsieur Collard vorbei. Ein Mann, dessen Vorliebe für Austern, Wein und Champagner nicht schwer zu erkennen ist. Wir lassen uns eine Auswahl von Weinen zeigen, um das perfekte Begleitgetränk für unser Dessert zu finden. Bonjour Léa, comment ça va? Très bien. Das ist Christian. Christian Stefan hier von Monsieur Collard, unserem französischen Feinkost- und Weinhändler. Wir kochen ein Dessert mit Ziegenkäse, wird ein Apfelkompott dabei sein, ein bisschen Grünkohl. Hast du da vielleicht was für uns? Ich habe das für dich. Ja? Ja. Vielleicht zwei, drei Weine. Ich kann so anfangen mit einem Viognier von der Ardèche. Ich habe jetzt von Elsass halbtrocken. Okay. Mit Gewürz, Traminer und Riesling. Können wir vielleicht probieren? Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Sehr frisch und klar, ne? Mhm. Mag ich sehr gerne. Geht schon in die richtige Richtung. Der dritte ist ein Wein von Bergerac. Ist süß, aber im Abgang hat immer noch ein bisschen Säure. Der unterstützt den Apfel gut. Ja. Ich glaube, wir nehmen wirklich Bergerac. Den Dessertwein, ja. Oui. Ja,
Müssen wir austrinken? Ja. Warum nicht? Ja. Na dann. Ja. Es war toll, heute mit dir den Tag hier zu verbringen und einfach ein paar sehr interessante Leute kennenzulernen und ja, zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die einfach bei der Sache sind und auch ihre Produkte genauso herstellen. Freut mich sehr, dass du es sagst. Das ist für uns natürlich auch das, was für uns auch die Markthalle ausmacht. Dieser Ort zum anders Einkaufen, anders Essen lebt eben auch von diesen leidenschaftlichen Menschen und den Produkten, die hier hergestellt und vertrieben werden. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich auch auf unserem Wochenmarkt-Rundgang alles gefunden, was auf deiner Liste stand, oder? Von Frischkäse bis zum Dessertwein. Wir werden aus den verschiedenen Äpfeln, die wir gekauft haben, einen Kompott machen. Das wird noch ein bisschen Biss haben. Darüber werden wir diesen wirklich sehr, sehr schönen Frischkäse zerbröseln. Alles noch ein bisschen grob lassen. Dann gibt es ein paar karamellisierte Haferflocken mit dazu. Und um dann so einen gewissen Twist oder so einen kleinen Touch mit reinzubringen, werden wir einen Grünkohlchip machen. Ah, ich habe mich sowieso schon gefragt, was du mit dem Grünkohl machen willst. Ist ja schon eher unüblich für einen Nachtisch. Den möchte ich einfach auch mitverwenden, weil er gerade Saison hat. Und er wird nachher wirklich wie so ein Chip, also schön knusprig und rundet dieses Gericht einfach komplett ab. Und nicht vergessen den Dessertwein von Monsieur Collard. Der Dessertwein, den trinken wir natürlich dazu. Und ich hoffe, dass du bald zu uns in die Küche kommst und wir loslegen. Ja, ich freue mich auf Kochen. Neben der Vielfalt von Erzeugnissen steht die Markthalle auch für den Wandel und für Entfaltung inmitten der Großstadt. Mit vollen Taschen kehren wir nun zurück in unsere Next 125 Küche, um in Teil 2 unseres Markthallenbesuches in Berlin zusammen mit Lea aus unseren Zutaten ein einzigartiges Dessert zuzubereiten.